Diese Geschichte hier ist wahr, meine Damen und Herren. Sie hat sich wirklich ereignet in der grossen Garderobe hinter der Bühne vom Auditorium in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten. Es ist der Weihnachtsabend 1954 und das Konzert von Johnny Ace und seiner Band ist mit grossem Erfolg fertig gegangen. Und jetzt wird dort hinter der Bühne noch gefeiert und gefestet mit Personal und Freunden. Und es gibt viel zu lachen und viel zu trinken und ein nobles Buffet. Er gesungen von Liebe und so. Sie haben die Herren ihre Sorgen vergessen und den Damen sind Tränen gekommen. Sie haben gejubelt und er hat es genossen. 25 Jahre reich und schon ein Star. Auch der Champagner ist geflossen wie der Mädchen, den an der Bahn. Man sagt, er sei ein Kind, ob er spielt oder singt. Und keiner lässt sein Leben so heiß. Und keiner bringt den Blues mit Johnny Ace. Und da hört man Johnny sagen, während dem Fest. Ich bin nicht nur gut, nein, ich bin der Best. Ich mache mit euch jede